Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zock. Zu unserem Metronom, der neue, der fährt gerade in den Bahnhof rein. Jetzt möchte ich aber nochmal schnell gucken, ob das mit den Signalen überall stimmt. Das werden wir gleich rausfinden. Ich dachte, ich hätte es kontrolliert, aber ich möchte das nochmal kurz machen. Weil wir sehen hier zum Beispiel, ja, das ist halt irgendwie, was da wieder ist, weiß ich auch nicht. Warum wechselt der denn da irgendwie rüber und dann macht er hier so Sachen? Wenn ich hier den mache, nochmal schnell die Linie und... Aha, gefällt mir schon besser. Aber jetzt fehlt hier eigentlich ein Signal, wenn man es genau nimmt. Ich habe es doch fast vermutet. Deswegen wollte ich nochmal schnell gucken, bevor wir mitfahren. Weil mit Signalen fährt es sich dann doch besser. Hier vorne, das ist Depot, das ist egal. Dann haben wir hier einen Block, das düst hier lang. Weil das geht ja auch schnell. Also einmal diesen hier, dann ist hier Feierabend, da haben wir ein Signal. Dann haben wir hier im Eingleisigen ein Signal. Das ist irgendwie, ja, na, auf der Seite geht es eigentlich. Dann haben wir hier irgendwie keines. Weil da eine Weiche ist, okay. Dann haben wir hier oben eines. Ja, das würde ich vielleicht sogar lassen, sonst stehen wir da wieder im Weg rum. Hier ist eines. Aha, ist ja interessant, was da hier alles anstellt. Dann ist eingleisig, hier fährt er zweigleisig durch, das wissen wir. Hier haben wir ein Signal, das ist okay. Da geht es ja auf die Umfahrung, die wir eigentlich für die Güterzüge gemacht haben. Hier sehe ich keine Signale. Aha, guck mal einer an. Okay, also einmal Signal hier, einmal hier. Dann brauche ich nur hier eins und wir brauchen, sagen wir mal, hier oben eins. Da haben wir welche. Nee, das ist da runter. Okay, dann haben wir das so. Dann haben wir das hier. Hier haben wir das und dort haben wir dies. Also jetzt müsste eigentlich soweit funktionieren, beziehungsweise halbwegs stimmen. Dann können wir hier Blöcke machen. Und hier oben geht es ja wieder rein. Dann ist ja fertig mit Blöcken. Hier nochmal so ein Teil. Was haben wir hier? Hier haben wir Blöcke. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein Signal. Und dann bauen wir hier nochmal eins. Und dann, ja gut, habe ich nochmal geguckt. So ganz fertig ist das nämlich noch nicht. In die Richtung stimmt's. Nee, da brauche ich nur hier nochmal eins. Ist da keins? Nee, da ist keins. Also, einmal den. Dann das, das, das. Dann müsste es passen. Ja, jetzt hier lang. Hier rüber, hier rein. Ist okay. Wir gehen hier durch. Jawohl, das war die Idee. Düsen hier lang. Und hier oben müsste irgendwo, wenn alles stimmt, Non-Miss sein. Doch, das ist auch hier, dann passt's. Gut, dann könnt ihr zurück und einsteigen. Dann werden wir jetzt die große Fahrt machen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Guck mal, ich habe das Depot gleich wieder gefunden. Also, einmal den hier. Und einsteigen. Ich hoffe, die Cam funktioniert. Alles andere würde mich wundern. Sie funktioniert. Ja, schon ein schöner Zug, hat wie das Original im Prinzip. Ich glaube, das ist fiktiv, den gibt es so, glaube ich, nicht. Aber das ist uns relativ egal. Ja, hm. Ich würde sagen, da ist das Dach dann schon wieder eher irgendwie. schon eher irgendwie wieder nicht schlecht, wenn wir das so machen. Aber sieht schon klasse aus. Natürlich eine gute Idee, hier einfach im Prinzip so einen Triebwagen zu nehmen und dann eine Textur rauf von einem bekannten Zug. Das könnte man sich natürlich auch für andere Züge vorstellen. Ja, ist wieder ein bisschen das verhungerte Hörnchen. ich sag's immer so, da kommt der Kollege raus. So, und jetzt ist ja der lustige Nebeneffekt ist, wir befahren jetzt tatsächlich nochmal die Strecke, die wir gestern noch gemacht haben, weil wir dort nie mitgefahren sind. Diese neue Umfahrung halt, die wir dort haben. Oh, und es gibt einen neuen Mod vom irren Chinesen. Ja, eine Feuerwehrmod. Die sehen wir uns dann gleich danach an, wenn wir gefahren sind. Ist nichts Riesiges, sage ich jetzt mal. Zumindest habe ich da nichts Riesiges gesehen. Aber es ist eine sehr schöne Mod. Einmal mehr halt. Der gute Chinese, der Huge Dragon, der hat das aber im Griff. Wenn der was macht, dann hat es Hand und Fuß und in diesem Fall sogar Blaulicht und Sirene. Finde ich sehr schön. So, auf die lange Brücke rauf. Da könnten wir den Zugang nicht gleich noch mal im Ganzen nehmen. Ist doch auch immer ein schönes Bild. Jawohl, straight ahead mit, ja doch, 150 km/h. Das heißt, wir sind hier auch niemandem im Weg. Wie sieht es eigentlich hier drinnen aus? Auch nett. Auch schön modelliert das Ganze. Ja, so sieht das dann aus, wenn man hier tatsächlich Passagier ist, in dem Zug. Und hier ist, so sieht es aus, wenn man aufs Klo muss. Oder ins Restaurant rein, ich nehme an, das hat es auch noch. Ja, sogar mit den Griffen hier. Ja, ist schon cool gemacht, definitiv. Gut, also wir wollen aber auch ein bisschen was von der Strecke sehen. Ich glaube, ich gehe nochmal besser raus und nochmal rein. Dann ist die Cam nämlich wieder neu. So, einmal diesen, einmal diesen. Jetzt, ich mache... doch nochmal schnell den hier. Ich möchte doch den Führerstand nochmal schnell sehen, weil irgendwie cool ist er eben doch. Ja, aber man sieht halt zu wenig.
Gut, jetzt bleibe ich sitzen, keine Angst. Ich werde jetzt nicht die Kamera 3 Tage und 4 Nächte bewegen. Wir bleiben jetzt so sitzen und düsen nach Nonnenmiss rauf. Hammerfreie Fahrt. Ich hoffe mal, was ich jetzt wieder nicht gemacht habe. Wegpunkte reinnehmen. Schön, da oben Doppelstock. Und da unten nochmal irgendwie ein Zug, ein Güterzug. Ja, das haben wir neu gebaut, genau. Hier die Zufahrt zum Damm sozusagen. Wir lösen uns, ne, wir lösen uns nicht, wir gehen sogar in die Gleise rein. Jawohl, weil da vorne ist dann der Bahnhof. Es geht natürlich jetzt noch nicht nach Nonnenmiss. Also, jetzt geht es erstmal nach Barfeld. Das ist die Zwischenstation. Da hinten sehen wir, ja, jetzt den Ausläufer der Güterzentrale. Ich hub mal nochmal. Ja, das muss aber ab und zu sein. Und da müssen wir nachher noch schnell gucken, dass wir hier Wegpunkte reinnehmen. Ich hoffe, ich denke dran. Müsste irgendwie zu machen sein. Mal schauen, ob wir Passagiere haben. Von Barfeld nach Nonnenmiss hatten wir auch noch keine Regio. Das heißt, wenn jemand direkt von hier aus nach Nonnenmiss will, dann wäre der Zug eigentlich die ideale Gelegenheit. Mal schauen. Hier dieses eine Gleis-Dingens, das ist relativ voll mit Leuten, wie man sieht. Ja, da kommt aber... Ne, das sind ja wir. Jetzt wollte ich sagen, da kommt noch ein Zug. Das sind wir. Wir haben eine gesunde Länge. Hier stehen aber auch 2, 3 Leute. Wie sieht's aus? Hier ist die Performance leider ein bisschen nicht so ideal. Das hat mit der Güterzentrale zu tun, die in der Nähe ist. Das wird sich aber legen. Sobald wir hier wieder raus sind, wird das wieder okay sein. Ja, doch. 3 Leute. Immerhin. Okay, weil das ist doch ein Stückchen. Das wir jetzt fahren, das ist klar. Aha, da will gerade der noch rein. Der hat uns kurz gebremst. Allerdings, ich würde mal sagen, das ist dann kein Thema. Man kann auch mal noch eine Minute länger stehen bleiben am Bahnhof. Das ist ja kein Ding. Da oben sehe ich, glaube ich, den ewig langen Güterzug. Der stand ja mal. Da habe ich gesagt, ja, der muss halt teilweise stehen, weil wir haben dort mehrere Züge drauf auf dieser Linie. Also mehrere lange Güterzüge und haben, glaube ich, 2 Ausweichmöglichkeiten, also 2-mal Doppelgleis. Ja, jetzt steht er wieder. Das heißt, er muss halt ab und zu warten. Cool hier mit dem Häuschen. So alles so schön verwittert. Das gefällt mir tatsächlich gerade sehr gut. Da sieht man diese Texturen, die machen halt schon einiges aus. Hier noch ein Depot. Das braucht man halt auch. Sieht halt auch gut aus. Und wir düsen eigentlich an der Güterzentrale vorbei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, die wäre da oben. Das merkt man auch an der Performance. Also wenn man jetzt hier nicht unbedingt wüsste, was wäre, man könnte aufgrund der Performance feststellen, wir sind in der Nähe von Wien und wir sind in der Nähe der Güterzentrale. Ui, okay, schönes Bild hier. Da startet die Cargo-Maschine gerade noch durch. Also ich glaube, es ist die Cargo. Wir haben ja nicht nur Cargo-Verkehr hier in Wien. Tatsächlich, mittlerweile sind ja auch Personenzüge dazugekommen. Jawohl, jetzt geht es nochmal einmal rüber und jetzt müssen wir eigentlich auf den Gleisen sein, die für die Umfahrung gemacht wurde. Oder haben wir das gebaut? Das könnte sogar sein, dass wir das... Oh, guck mal da unten, habt ihr das gerade gesehen? Da hängt ein Pfeiler auf dem Gleis und zwar massiv. Okay, das müssen wir uns nochmal kurz ansehen. Was wollt ihr noch? Mir kurz ansehen, den Pfeiler, genau. Und dann war doch noch was ich gesagt habe. Ach ja, die Wegpunkte. Ich bin ja selber gespannt, ob ich das noch weiß, wenn wir dann angekommen sind. Mal gucken, also das mit dem Portal, nicht mit dem Portal, das Tunnelportal ist okay, aber hier. Der Pfeiler der Brücke, der steht auf dem Gleis. Da müssen wir tatsächlich noch gucken. So, jetzt geht's in die Röhre rein. Jawohl, wir haben grün. Ja, hier wäre eigentlich einiges los, man sieht leider noch nichts. Hier sehen wir immerhin einen Güterzug mit Kesselwagen, weil wir halt ein bisschen in der Senke unten sind. Das lässt sich leider gerade nicht ändern. Ja, der Tunnelsignal, das ist der Bereich, den wir gestern tatsächlich befahren haben, weil ich das ja vergessen hatte, dass wir dieses Teilstück noch mitnehmen sollten, wenn wir schon gebaut haben. So, nachher die Feuerwehrmod, da bin ich wirklich gespannt. Ich habe sie mir mal kurz angesehen, um halbwegs zu schnallen, was da irgendwie Sache ist. Man kann dort Sachen hinliefern. Wir werden uns das aber irgendwie, wie soll ich sagen, auf die Schnelle ist immer der falsche Ausdruck. Also wir werden uns das nicht auf die Schnelle ansehen, sondern wir werden uns das schon ansehen in Ruhe. Aber ohne großen Warendingen zwar... Oh, ein Hirsch. Aber ohne großen Warentransport. Und ich möchte dort einfach wirklich die Feuerwehr drin haben. Ja, hier sind wir sozusagen im Rücken hinter Wien.
Das sieht man hier an der Ölquelle. Und haben tatsächlich Rot, okay. Hier vorne ist natürlich dann wieder Nadelöhr. Jetzt ist wieder die Gretchenfrage, Herr Heisenberg. Bleiben wir sitzen, steigen wir aus, schauen wir uns den Zug an. Was wollen wir tun? Wir müssen warten. Ich weiß nicht, wie lange, weil ich nicht weiß, was da oben gerade im Gange ist. Geh mal ganz kurz raus. Lasse mich mal gucken. Wir können wieder fahren, aber guck mal, hier fehlt ein Signal, wenn man es genau nimmt. Da haben wir die Wegpunkte. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt gleich mal. Fahrzeug verwalten. Oder haben wir Wegpunkte drin? Nee, haben wir nicht. Also, wir wollen von Barchfeld nach Nonnenmis. Stimmt das soweit? Jawohl. Da würden wir gerne hier lang. Jawohl. Und von Nonnenmis wieder zurück würden wir gerne... Zack, hier lang. Jawohl, das passt. Wunderbar. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt, wenn wir gerade stehen... Nee, lasst uns zu Ende fahren. Ich wollte gerade irgendwie gucken wegen dem einen Brückending, das da im Weg steht. Aber nö. Jetzt sind wir am Fahren, dann machen wir das auch. Wir genießen die Strecke bis nach Nonnenmis, weil jetzt haben wir nämlich auch wieder Performance. Weil Wien ist immer da hinten und die Güterzentrale. Jawohl, da haben wir das P gehabt. Schön hier die Güterzüge, die noch unterwegs sind. Mehrere gleich. Und die gehen halt hier in die Gleise rein. Also da hat schon... Habe ich jetzt da noch ein Signal gesetzt oder wollte ich nur? Doch, ich habe das Signal schon gesetzt. Ich war geistig schon wieder eins weiter. Ich bin im Kopf drin schon wieder irgendwie bei diesem bei diesem Brückenteil, was wir da irgendwie noch machen müssen. Oh, hier ist die Brücke ein bisschen tief. Geht aber. Zumindest, wenn man das Kriterium nimmt, dass man nicht mit dem Zug, mit der Lok da in die Brücke reinkacheln will. Könnten wir uns aber natürlich auch nochmal ansehen. Aber wir haben noch so viel zu tun. Ja... Da ist es dann teilweise schwierig. Es gibt immer noch mal, glaube ich, eine Brücke, die ein bisschen zu tief ist. Das habt ihr auch 2-3 Mal in die Kommentare geschrieben. Ich muss nur gestehen, ich weiß leider gerade nicht, wo. Kann es sein, dass wir hier doch ein bisschen eine andere Linie haben? Haben wir das so gewollt, dass wir hier durch einen Bahnhof durchfahren? Doch. Ja, doch, weiß ich noch. Weil hier haben wir ja ein Durchfahrtsgleis auf der einen Seite. Ist das das? Müsste das sein. Wir werden es gleich sehen. Also das ist sicher mal kein Durchfahrtsgleis. Nee, das ist ganz normales. Weil hier halten wir nicht an. Das ist hier definitiv nicht Nonnenmis. Das ist irgendein anderes Städtchen. Das muss ich mir nochmal ansehen. Jetzt habe ich den leisen Verdacht, dass irgendwie die Strecke nicht stimmt. Da hinten müsste Map-Ende sein, wenn es stimmen würde. Und irgendwann müssen hier die Gleise kommen vom Hybrid etc. Oder nee, vom langen Güterzug, glaube ich. Die sind da hinten. Ich sehe die Oberleitungen. Ah, doch, das hat schon seine Richtigkeit. Jetzt kommen diese Gleise. Und da gehen wir ran. Ja, das passt schon. Das ist halt immer, wenn man keine Wegpunkte hat. Es ist natürlich möglich, dass die Linie... Du änderst ein Gleis und plötzlich fährt die Linie woanders lang. Also das ist ein bekanntes... Das ist nicht mal ein Phänomen. Es ist halt ganz einfach, weil die Züge sich den schnellsten Weg suchen, logischerweise. Und wenn dann der Weg schneller ist, wird halt die Linie umgewandelt. So, wir haben 160. Schneller werden wir nicht mehr. Und es sind definitiv doch ein paar Meter bis nach Nonnenmis. Mit diesen 4 Leuten. Wirtschaftlich wäre das definitiv nicht. Das ist uns aber relativ Wumpe. Weil wir spielen ja nicht wirtschaftlich. Wir wollen, dass hier Züge unterwegs sind. Vielleicht kommt uns mal einer entgegen. Man sieht schon, es ist halt immer noch relativ sparsam mit Zügen, die unterwegs sind. Relativ, sage ich mal. Wir haben schon viele. Wir haben hunderte von Linien. Aber hier könnten natürlich auch Züge entgegenkommen. Der Punkt ist ganz einfach, wenn ich jetzt anfange, mehr Züge auf die Linien zu setzen. Zum Beispiel hier 4 statt nur 2. Dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, wo wir wirklich stehen. Das sehe ich kaum. Und so haben wir halt die Möglichkeit selbst, wir können nochmal 100 Folgen machen, wenn die Performance das mitmacht. Davon gehe ich mal aus. Vielleicht nicht gerade um Wien rum, aber hier in der Gegend sowieso. Ja, dann haben wir halt die Möglichkeit, dass wir trotzdem fahren können, obwohl wir irgendwie ganz, ganz viele Linien haben. Jetzt sind wir aber eh schon angekommen. Guck mal hier, das müsste Nonnenmis sein. Schön mit der Brücke hier rüber. Und dann geht es hier Richtung Bahnhof. Die haben auch eine Kirche. Die haben eine ähnliche Kirche wie die Leute in Bodensee. Ach, doch nicht? Warum haben wir denn da eine Kirche? Hier vorne ist Nonnenmis. Stimmt. Ich kann mich erinnern, das ist irgendwie hat es dort eine Industrie, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir die Kirche noch hingestellt. Hallöchen, Enno. Auch hier unterwegs, okay. Und das müsste dann hier vorne irgendwo der Bahnhof sein. Da geht es ja tatsächlich erstmal noch ein bisschen durch Städtchen durch.
Oh, und da ist er, der Hybrid. Der sucht sich jetzt sein Gleis und donnert dann mit 300 Sachen durch die Gegend. Und hier stehen ordentlich Leute. Huiuiui, nicht auf unserem Perron. Aber da hinten werde ich mir auch gleich noch ansehen. Und was ich mir noch ansehe, nein, ich habe es nicht vergessen. Genau, diese eine Brücke der Pfeiler. Da müssen wir wieder in ein Gebiet. Da haben wir nochmal einen Hybrid. Da sieht man, wir haben doch ein paar Hybride jetzt hier drauf. Da müssen wir halt wieder in ein Gebiet, wo die Performance ein bisschen nicht so ideal ist. Jetzt haben wir 9 Leute. Okay, mit diesen 9 Leuten geht's zurück. Ja gut, lieber Metronom, dann wünsche ich dir doch glatt gute Fahrt und wir düsen mal zurück nach Güterzentrale. Nach Wien. Hier unten irgendwo war das. Nein. Wo stehst du hier im Gleis drin? Da auch nicht. Hier. Der Bereich. Hier oben sind wir durchgefahren. Das können wir nochmal schnell prüfen. Jawohl, hier ist die rote Linie. Das passt. Also der Pfeiler, der ist irgendwie nicht ideal. Da muss ich mal gucken, ob ich den mit einem Gleis wegkriege. Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, sozusagen, was die Brücke für eine Statik hat. Kann ich hier mal andocken? Dankeschön. Achso, das geht natürlich nicht, weil hier eine Weiche ist. Beziehungsweise ich muss hier lang. Ja doch, es geht. Guck mal. Also das bauen wir. Kappen das wieder. Und zwar alles. Jawohl, und jetzt ist der Pfeiler weg. Wie von Zauberhand. Sehr gut. Ein Wunder der Statik, aber es funktioniert. Jetzt fühlen wir gerade rein. Irgendwo haben wir... Was haben wir noch irgendwo? Irgendwas stand in den Kommentaren. Uff, ich weiß es leider nicht mehr. Irgendwas war noch. Hallöchen Flugzeug. Dir wünsche ich einen guten Flug. Und wir düsen hier mal weg, weil hier haben wir keine Performance. Wo machen wir denn das mit der Feuerwehr? Und danach würde ich gerne nochmal eine Regio machen. Oder haben wir irgendwo, wisst ihr das eventuell, dass wir irgendwo noch eine Stadt haben, die die Güter nicht kriegt? Ja, die kriegen. Ja, die sind zwar überall bei 0%, aber... Ja, doch, die Lieferanten, man sieht es hier. Es ist nicht allzu viel, was sie kriegen, aber theoretisch kriegen sie. Wo machen wir denn eine Feuerwehr? Vielleicht sogar in Hockenheim? Hier, das wäre doch auch eine Idee bei der Rennstrecke. Vielleicht nicht gerade auf der Rennstrecke, weil ich möchte nicht, dass hier irgendwie... Ach, hier ist eh schon. Ach, stimmt, hier unten ist ja der Unfall. Stimmt, hier haben wir ja den selber gebauten Unfall. Da landet eh gerade der Hubschrauber. Oh, das ist schon cool halt. Das gefällt mir schon. Ja, sowas ähnliches möchte ich jetzt mit der Feuerwehr haben. Aber dann, wenn wir das hier schon haben, ist irgendwie auch doof. Vielleicht hier in Gärten? Haben wir hier irgendwie eine vernünftige Straße, dass wir hier irgendwie die Feuerwehr langführen können? Von hier? Und irgendwo wird es halt brennen. Ich mache jetzt trotzdem mal ganz kurz, wenn ich das finde. Das war... hier. Ich habe schon. Dass es irgendwie aussieht, wie wenn es hier brennen würde. Allerdings, ich habe, glaube ich, keinen Rauch. Wir haben das schon mal gemacht. Und zwar mit Rauch und wirklich mit Feuer. Und das war eigentlich relativ cool. Also hier, das brennt mal. Und das hier brennt. Allerdings, wie wir das jetzt zum Brennen bringen, das weiß ich auch nicht. Der Huge Dragon wüsste wie. So, ich mache mal noch eine Straße hin. Eine städtische. Gerne mit Kurve. Oh, das ist irgendwie die falsche. Aber die hier. Und dann geht das da rein. Und dann haben wir hier den Brand. Das heißt, wir bräuchten hier im Prinzip die Möglichkeit, dass die irgendwie hier hinkommen. Soll ich da noch... Ist ein bisschen blöd im Prinzip. Aber hier, wenn ich irgendwie noch so einen mache, dann würden die Fahrzeuge nicht drehen. Dann würden sie vielleicht hier lang fahren. Mache ich mal. Und damit das jetzt nicht einfach so aussieht, als hätte man das hier so wegen der Feuerwehr gemacht. Muss ja keiner wissen. Machen wir das mal noch so. Gut, also das wäre... Mal das, dann Gebäude hätten wir gerne irgendwie. Da haben wir Cargo. Irgendwas ganz Kleines. Ja, sowas in der Richtung. Ich mach dich mal hier hin. So, dann müssten die hier hinfahren. Ja, vielleicht sogar davor anhalten. So, einmal diesen. Okay, jetzt würde ich hier noch gerne kurz malen. Wenn ich es denn finde. Irgendwo hatten wir es doch. Maltools. Wenn es brennt, ist es eher verkohlt. Nee, nicht Reis. Was haben wir denn sonst noch? Fels mit Moos. Ja, alles Mögliche. Asphalt. Ja, machen wir mal Asphalt hier unten. So, einfach ein bisschen asphaltig. Oder vielleicht doch Dreck. Kies. Ja, einfach mal ein bisschen Textur.
So, das sind im Prinzip, im Endeffekt ist es natürlich trotzdem ein Rohbau. Ein Rohbau, der halt irgendwie in Brand geriet, würde ich vorschlagen. So von der Idee her. Es wäre halt schon cool, wenn man Feuer reinkriegen würde. Oder wenn ich halt den Rauch finden würde, aber den Rauch finde ich nicht. Was wir jetzt hier noch haben? Hier unten, genau, das sind die Assets. Zum Beispiel eine Ambulanz hier. Die fliegt ein bisschen. Hier ist sie irgendwie... Hier wäre sie okay. Also hier mal einmal, zack, eher. Dann haben wir hier Feuerwehrfahrzeuge. Hm, drehe ich mal. Asset, okay. Ja, irgendwo hier. Kann es sein, dass der auch schon wieder... Ich muss ein bisschen weiter runter. Ja, so gefällt es mir besser. Dann haben wir hier noch so ein Teil. Ja, wo stehst du? Du stehst hier und gehst auch noch mal ein bisschen runter. So, also ich denke, man sieht schon, hier ist was los. Und jetzt bräuchte ich immer noch eine Haltestelle. Ne, Blödsinn. Was wir jetzt natürlich bräuchten, ist vor allem das Feuerwehrding. Nicht eine Haltestelle. Das haben wir. Feuerwehr 1850 bis 2000. Select the year. Wählen Sie das Jahr. Jawohl. Wir können ja mal gucken, was wir hier alles haben. Das sind alles wieder verschiedene Modelle. Also er hat hier wieder aus dem Vollen geschöpft. Guck mal, wie schön die sind. Oh, das hier ist ein relativ cooles Teil. Ja, das ist älter. Wir können ja mal schnell anfangen. Hier. Aha. Hat ein bisschen was von einer Western-Geschichte. Schon krass. Lauter verschiedene Modelle. Die sind alle anders modelliert. Also da kennt er einfach nichts. Ich würde am liebsten jedes von den Teilen irgendwie hinstellen. Wir können ja im Prinzip machen. In jede Stadt ein anderes. Ja, das finde ich eigentlich fast am besten. Das ist wieder eher klein. Auch eher klein. Und das 2000er ist eher modern. Ich finde aber das 90er fast am besten. Jetzt wohin mit dir? Die dürfen ja auch 2-3 Meter fahren. So ist es nicht. Also machen wir hier die Feuerwehrzentrale. Zack. Und jetzt sehen wir hier. Da haben wir ein Fahrzeugdepot. Und was wir auch haben, ist ein Haltepunkt sozusagen. Also da machen wir eine neue Linie. Wäre von hier, ach, da sehen wir auch, was die hier brauchen. Oder annehmen. Also eigentlich praktisch alles. Und das gibt dann, glaube ich, die Werkzeuge raus. Das ist, glaube ich, die Idee. So, das wäre hier die Feuerwehr. Feuerwehr schreiben, schwierig. Ums Mikro rum, in Gerden. Schreibt man das so? Ja, ich denke schon. Okay, das haben wir. Die düsen darauf wieder runter. Jetzt, wenn wir hier ja ein Depot haben, können wir das ja im Prinzip gleich mal machen. Was war hier, warum macht das hier schon Wui? Ist hier schon irgendjemand unterwegs? Gibt's doch nicht. Haben wir hier schon was? Ich höre es doch. Habt ihr es auch gehört? Ich hoffe schon. Oder macht das Depotgeräusche? Das könnte ja auch sein, dass das ab und zu irgendwie ein Geräusch macht. Keine Ahnung. Also wir haben hier doch noch nichts. Ach, wenn ich hier draufklicke, hört man den Alarm. Okay, gut. Ich hätte aber gerne... Wo haben wir es denn? Hier ist das Depot. Fahrzeug kaufen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier nehmen. Das wäre Cargo wahrscheinlich. Wo ist meine Feuerwehr? Hier haben wir was. Mit Alarm. Kaufen wir mal. Dann haben wir hier die Teile. Kaufen wir mal. Ohne Alarm. Eher mit Alarm. Das ist hier Feuerwehr. Mit Alarm. Ja, wir haben natürlich tonnenweise von den Teilen. Die sind alle bei dieser Huge-Dragon-Mod. Ich glaube, wie heißt das Ding denn? Feuer. Ja, irgendwas mit Feuerwehr wahrscheinlich. Hier, Feuerwehrfahrzeuge kaufen. Kaufen. Ja, ich würde es mal bei dem belassen, weil... Wahrscheinlich jetzt nochmal 2-3 mehr. Weil sonst wird das hier zu eng auf den Straßen. Wir weisen dich mal zu, Feuerwehrgärten. Dann wollen wir doch mal gucken. Ui, jetzt haben wir da... Sehr cool. Ich möchte natürlich vor allem wissen, wie das aussieht, wenn die hier reinfahren. Also eigentlich wäre es fast... Ach, guck mal, er fährt hier im Prinzip rein. Ne, ich möchte erstmal alle sehen. Kommt mal alle raus. Das ist schon ein schöner Alarm. Wie sieht es aus, wenn wir hier... Ja, das ist eben wichtig. Dass das nicht die ganze Map zudröhnt. Weil solche... Eine solche Mod haben wir tatsächlich auch. Die halt wirklich irgendwie, du bist irgendwie 3 Städte weiter und hörst den Alarm immer noch. Aber so schon sehr nett. Nein, das Autosafe-Ding, das hätten wir jetzt eigentlich nicht gebraucht. Aber das kriegen wir auch noch hinter uns.
Und dann werde ich, glaube ich, den einmal noch umdrehen. Wobei, ich möchte auch zu den Häusern fahren. Wir fahren jetzt einfach mal in beide Richtungen mit, würde ich vorschlagen. Sobald alle da sind. So, bei ihm mal einsteigen. Tag, Kollege. Fire in the Emergency Services. Sehr schön. Gut, also mal einsteigen. Vielleicht sogar Führerstand. Aber man kriegt, irgendwann kriegt man natürlich dann schon die Dröhnung hier mit diesem Lalilala. So, also einmal eingestiegen. Jetzt fahren wir Feuerwehr. Ich hoffe, wir haben keinen Stau. Das wäre ganz schlecht. Wir haben den Rauch mal simuliert, glaube ich, mit einem Atomkraftwerk, das es gibt. Kann das sein? Mit dem Kühler, glaube ich. Und dann das Ganze einfach so weit runter unter die Erde geschoben, dass man nur noch den Rauch gesehen hat. Nee, das haben wir gemacht für den Vulkan. Irgendwie gab es, glaube ich, mal noch eine Mod, wo du so punktuell tatsächlich irgendwie Rauch setzen konntest. Aha, es geht über Land. Da unten sind die Häuser. Man sieht, dort ist der Brandherd. Da sind bereits Feuerwehrautos unterwegs. Muss mal gucken, wenn ich dran denke, mache ich wahrscheinlich den Sound hier noch ein bisschen leiser, während ich hier drin fahre. Weil sonst weiß ich nicht, ob man mich noch hört. Da sollte ich aber schon dran denken. Ihr werdet es merken, wenn ihr mich gerade nicht versteht. Na gut, dann muss ich auch nichts sagen. Ja gut, also ich mach's leiser, versprochen. So, jetzt hier die Ankunft. Hier also der Brandherd. Es kann ja auch sein, dass das nur eine Übung ist. Da stellt man ja auch nicht irgendwie alles dann irgendwie... Oder steckt alles in Brand. Macht man ja auch nicht. Jetzt steht das Auto hier noch relativ ungünstig. Ach, die fahren da hinten wieder rein. Ist okay, mach mal. Dann haben wir das umsonst gebaut. Aber das Ding hier muss weg, weil... Ja. Da fährt natürlich der Kollege sonst einfach durch. Aber ich denke, so im Groben ist das eh ungefähr das, was ich wollte. Jetzt gehe ich mal kurz raus. Weil ich höre irgendwie bald nichts mehr. Das ist dermaßen laut. Aber cool. Ach so, nee, wir wollten natürlich noch gucken, wie es aussieht, wenn wir da hinten reinfahren. In die Mod rein. Das möchte ich natürlich schon noch sehen. Wie sieht es hier aus, wenn wir hier einsteigen? Auch cool. Ich muss aber nochmal sagen, diese Feuerwehrautos, die gehören nicht zu dieser Mod, die wir jetzt gerade installiert haben. Also das ist eine andere Mod, aber auch vom Huge Dragon. Hat auch irgendwie Feuerwehrrettungs, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber das findet ihr raus, wenn ihr das sucht. Grundsätzlich eben, ich habe 1000 Mods aktiviert, deswegen gibt es auch keine Liste. Ich werde immer wieder gefragt, das macht einfach keinen Sinn. Ich kann doch nicht 1000 Mods irgendwo verlinken. Da habe ich beim besten Willen die Zeit nicht. Aber ich lade eh alles runter, was es gibt, außer Maps. Weil die brauche ich nicht, lade ich praktisch alles runter, was ich finde. Dann, wenn ihr auch alles runterladet, naja, dann habt ihr im Prinzip, dann will ich schnell gucken, dann habt ihr im Prinzip eh alle Mods. Ah, okay, der fährt hier hinten lang. Boah, ich muss nochmal kurz ein bisschen Luft haben, dankeschön. Wie gesagt, ich mache das Lalü leiser, versprochen. Wie fährt der hier außen rum? Es gibt, glaube ich, sogar noch ein Gebäude, wo... das Feuerwehrauto dann reinfährt tatsächlich. Ja, das bleibt einfach hier stehen. Man müsste im Prinzip schon, wenn es schon so viele Feuerwachen gibt, in jeder Stadt eine aktivieren. Das Problem ist, wir können nicht mehr in die Städte rein. Wenn du überall dieses Lalü Lalü hast, da wirst du ja Kirre. Das kannst du dann irgendwie auch nicht sein. Ja gut, dann haben wir die Geschichte. Sagen wir noch, ich meine eben, man kann jetzt hier natürlich, das haben wir ja gesehen, Gütertypen, Passagiere, man kann alles mögliche hinliefern. Passieren wird da wahrscheinlich nicht viel. Also ich glaube nicht, dass sich dadurch das Gebäude irgendwann verändert. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal so gemacht, dass wir wirklich diese Gebäude haben, weil die halt schon sehr, sehr schön modelliert sind. Man sieht es hier ja nochmal. Gut, dann gehen wir mal weg vom Lalülala und gucken mal. Ich würde sagen, wir konzipieren mal die nächste Region, die wir haben. Ich sehe hier gerade Hüffenhardt Seeburg. Seeburg war noch auch nicht allzu oft... Seeburg war... Ne, das ist Hainhof. Hüffenhardt. Gärten, jetzt sind wir da, wo wir waren. Seeburg, war das nicht hier in der Nähe? Weißwasser, ja, Weißwasser finde ich. Nicht rückwärts, rückwärts ist blöd. Lodin? Ne, das ist Bodensee. Gibt's doch nicht. Ich dachte, ich finde auf Anhieb Seeburg. Das ist so ein bisschen auf der Seite. Da hinten ist es. Jetzt von... Was hatten wir von Seeburg nach Hüffenhardt? Das ist Hohenlepte. Wo ist denn Hüffenhardt gleich nochmal? Das ist Nonnmis. Niederschöne. Das ist ganz woanders Hüffenhardt.
Brockenheim. Da hinten ist Hüffenhardt. Okay, von Seeburg nach Hüffenhardt. Das können wir machen. Das gibt eine schöne Regio, würde ich sagen. Ja, dann machen wir das mal. Ich kontrolliere aber nochmal, ob wir die nicht schon haben. Schnell das Auge. Hybridrundlinie. Oberböser Eggenfelden. Niederschöner Seeburg. Ja, die Unilinie läuft natürlich sowieso alles an. Das ist klar. Ja, wir könnten im Prinzip schon mal gucken, ob das funktioniert, wenn wir eine neue Linie machen. Von dem Bahnhof nach Hüffenhardt drauf wäre hier. Da haben wir den Bahnhof. Das müsste eigentlich klappen, dass wir hier eine Linie haben. Das sieht auch so aus. Dieses bläuliche hier. Ich denke, gelb wäre hier nicht so verkehrt. Okay. Ja, nehmen wir es mal raus. Moment, jetzt habe ich es weg hier. So, einmal rausnehmen. Mal gucken, was haben wir denn hier. Das wäre so, so, so. Das wäre hier chronisch eingleisig mit Tunnel. Aha, führt uns hier noch durch. Irgendwie glaube ich, da gäbe es eine andere, eine dezent bessere Lösung. Haben wir hier nicht auch Gleise? Doch. Das würde ich nicht so machen. Nee, gefällt mir tatsächlich von der Idee her nicht. Wie sieht es denn aus, wenn wir von hier runterdüsen? Die Brücke hier nehmen? Dann kommen wir halt hier einfach nach Gärden rein. Dann müssten wir hier vielleicht mit einer Brücke, mit einem Überwurf, zum Beispiel in die Gleise rein. Führt uns nachher hinten in den Tunnel rein. Dann kämen wir hier. Ja, dann fahren wir hier auch wieder durch Hockenheim durch. Das gefällt mir halt nicht. Da oben ist Hüffenhardt. Gibt es eine Möglichkeit, von hierher zu kommen? Was sind das für Gleise? Ich habe es befürchtet. Schnellzug Hybrid und Hybrid-Rundlinie. Nee, da können wir nicht rein, da können wir höchstens ran. Ja gut, wir gucken morgen, wie wir das machen. Die Linie haben wir. Das heißt, ich hoffe, dass ich morgen noch weiß, welche Strecke wir machen wollten. Ich gehe mal davon aus. Sonst machen wir eine andere und ihr könnt mir schreiben, ich habe noch eine dritte angefangen, beziehungsweise eine zweite. Gut, wir sagen jetzt nicht Tschüss mit der Feuerwehr, das ist mir zu laut. Ich hätte gerne einen schönen Zug, den haben wir hier. Und dann nehmen wir den. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen gefallen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.